Vorwiegend sind es Druckmaschinen, die wir transportieren, oder Etikettenmaschinen. Wir fahren aber auch CNC-Fräsmaschinen oder Spritzgussmaschinen, Drehmaschinen, alles, was so die Wirtschaft uns anbietet. Wir können die Maschinen, die wir transportieren, auch im Winter beheizen. Wir transportieren heute eine Etikettenmaschine und bringen sie ein bis zum Standplatz. Heute sind wir mit zwei LKWs unterwegs, einen komplett mit Maschinenladung und der andere zur Hälfte mit Maschinenladung und hinten dran auf dem Flieger der Gabelstapler. Den Gabelstapler können wir mit unserem LKW transportieren. Da haben wir eine Aufbaurampe hinten, die können wir dann aufklappen, hydraulisch, elektronisch, und dann können wir mit dem Gabelstapler auf dem LKW hinten auffahren. Die Herausforderung bei dem Job ist die Abwechslung. Irgendwo ist immer eine andere Maschine zu transportieren und die Gegebenheiten sind ja nicht mehr so optimal dann, dass man immer mit dem Gabelstapler bis zum Standplatz fahren kann, sondern man muss sie vorher vielleicht übers Fenster einbringen oder übers Dach mit dem Kran. Ich bin großer Fußballfan, der Name Dresden, und hätte ja auch gerne noch die Fahne dann eingelegt. Ich habe den Lkw-Führerschein damals in der DDR gemacht, bei der Nationalen Volksarmee. Wir haben einen Lkw Mercedes-Benz Actros mit Mirocam. Ja, jeder Mensch ist auf das neueste Modell stolz mit der Ausstattung, die es heutzutage alles gibt. Alle die ganzen Assistenten, die da drin sind. Teamwork ist ganz wichtig für den Job, weil wir gehören halt zusammen als ein Team, fahren fort und kommen zusammen auch wieder nach Hause. Und so muss es sein. Mercedes-Benz. Trucks you can trust.